Willkommen zurück zu Let's Play Harvest Neue Augen. Wir sind jetzt hier in einer Trance-Welt. Und zwar um das Erlernen von spitzen Gegenständen zu ermöglichen. Wir haben hier ein Gittertor, einen Drachen. Und ja, reden wir mal mit dem Drachen. Lilly hatte den Eindruck, dass diese Dämonen immer größer und gefährlicher wurden. Na, du bist aber mutig, dass du dich so nah an mich rantraust. Siehst du nicht meine Zähne, meine Stacheln und meine scharfen Klauen? Hat man dir etwa nicht beigebracht, dich von spitzen Gegenständen fernzuhalten? Das wäre ja ein tragisches Versäumnis. Naja. Halte dich lieber von meinen Stacheln fern. Ein braves Kind wie du sollte nicht mit spitzen Gegenständen spielen. Das habt ihr mir schon ein paar Mal gesagt, von daher Gittertor. Kann ich mit dem Gittertor noch mal reden? Ja. Wow. Ja, lauf ruhig weg. Nächstes Mal erwische ich dich. Lilly wollte nicht gierig erscheinen. Eine Feder würde reichen, wie Okay. beim Weihnachtsessen im Kloster. Kann ich den Typen kitzeln? Moment, wenn der immer so draufschlägt, vielleicht. Lass das. Er hat seinen Schwanz bewegt, also nochmal. Was ist los, tapfere Kriegerin? Bist du etwa zu schwach? Okay, nochmal die Feder. Lass das. Niemals. Wenn ich jetzt ins Gittertor gehe. Du verflixte Göre! Schau doch, was du angerichtet hast! Jetzt steh da nicht so rum! Tu etwas! Ich darf doch nicht mit Gegenständen spielen. Oh, danke. Das war knapp. Oh, er stirbt. Auch dieser Dämon hatte sich also geirrt. In manchen Situationen war es wohl doch notwendig, mit spitzen Gegenständen zu hantieren. Siegreich trat Lilly ihren Rückweg in die Realität an. Ja, von daher. Spitze Gegenstände sind doch gut. Da habe ich halt ein Messer. Dummkopf. Nun ja. Ich könnte jetzt das Spitze-Gegenstände-Verbot aktivieren. Und ihm das Ding in die Augen rammen. Mein Auge! Verflucht seist du! Unartiges Gör! Verflucht! Lilly rang nach Luft. Der Griff des Phantoms hatte ihr die Kehle zugeschnürt. Unartig, hatte es gesagt. Nein, wir sind nicht unartig. Können wir jetzt eigentlich irgendwie versuchen, das Ding da aufzubekommen? Die Tür war fest verschlossen. Was passiert jetzt? Okay. Da war ich ja schon. Ah, hier ist der Kaffee. Okay, noch ein kurzer Abstecher in die Trance-Welt. Ich glaube, den Harvey brauche ich nochmal. Aber, das mal zum Waschraum nochmal. Was haben wir hier? Seidentuch. Wäsche mit Stärke, eine Stricknadel und einen Typen.
Dusch. Willkommen im Waschsalon. Das wäre jetzt die Stelle gewesen, an der du fragst. Das hier soll ein Waschsalon sein? Und ich antworte, natürlich. Zugegeben, es ist ein wenig rustikal. Aber Not macht erfinderisch. Versuch klug. Und wir waschen unsere Wäsche in den Pissoirs. Schon so wischiwaschi. Wo sind die Alternativen? Genau, es gibt keine. Also tu dir keinen Zwang an. Man muss nur darauf achten, dass man die Textilien gut trennt. Die Klosteine färben fürchterlich. Wir waschen rote Wäsche in dem Pissoir mit dem roten Klostein. Gelbe Wäsche in dem Pissoir mit dem gelben Klostein. Blaue Wäsche in den Pissoir mit dem blauen Klostein. Und grüne Wäsche in den Pissoir mit dem grünen Klostein. Ist klar. Wenn du auch mal ran willst, zeig mir einfach ein Kleidungsstück in der entsprechenden Farbe. Dann kannst du das dazugehörige Pissoir so oft benutzen, wie du willst. Okay, also ich muss ihm ein Kleidungsstück zeigen. Ein Seidentuch. Das ist blau, oder? Das war bereits frisch gewaschen. Okay. Kann ich das mit der Stärke benutzen, wenn das so zerbröselt ist? Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Aber solange sie kein Ziel damit verfolgte, mochte sie ihre Wäsche lieber weich. Harte Wäsche hatte sie im Kloster lange genug gehabt. Ja, nicht? Dann... Gibt's hier noch etwas? Nö. Also muss ich mal versuchen, irgendwie Wäsche zu finden. Wird interessant. Kann ich jetzt mit der Nadel das Ding hier aufmachen? Lilly beschloss, das Schloss mit Hilfe der Stricknadel zu knacken. Und wieder hatte Lilly ihre Unfähigkeit bewiesen. Es war eine Schande. Okay. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Das ist natürlich blöd. Wachungsraum geht nicht, oder? Die Tür war fest verschlossen. Nein. Gehen wir nochmal zum Wartungsraum. Jetzt hier in den Kühlschrank. Banane, Blaubeere, Tomaten und Brokkoli. Yeah, das könnten wir vielleicht für die Pizza brauchen. Ob es in dieser Gegend noch andere ungarische Pizzalieferanten gab? Das ist lustig. Ich habe ja diese... Moment, kann ich das Seidentuch vielleicht löchern? Lilly dachte darüber nach, ein paar Löcher hineinzumachen. Aber so war das zu ungenau. Sie würde nur alles kaputt machen. Okay, ja nicht. Aber die Kreditkarte vielleicht? Jo, sieht gut aus. Dr. Marcel würde sich sicher freuen. Lilly hatte mit Hilfe seiner Kreditkarte Konfetti gemacht. Ja, freuen ist relativ. Okay. Dann... Habe ich so gesehen den nächsten Schlüssel, aber ich möchte... Was haben wir denn da? Rollenspielrunde. Meine Treu, wen haben wir denn da? Noch eine Mitspielerin. Yippie. Achte nicht auf ihn. Peter ist ein kleiner Schwarzseher. Das ist eine angeborene Sehbehinderung. Stimmt. Peter leidet unter einer Rot-Grün-Schwäche. Drogelbecher! Wohlgesprochen, getreuer Freund. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ach ja? Wacht ihr auch jeden Morgen mit der Gewissheit auf, eines Tages an einer Fußgängerampel zu sterben? Das wohl nicht. Doch Drogelbecher zum Beispiel leidet unter einer Grün-Blau-Schwäche. Das kann man ja wohl kaum vergleichen. Deine Freundin Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Sie ist nicht meine Freundin. Und wir? König Adrian leiden unter einer Rot-Gelb-Schwäche. Du hättest dabei sein sollen, als wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben. Peter wäre beinahe erstickt. Ich wollte mein Leid verkürzen. Wir haben hernach beschlossen, keine Brettspiele mehr zu spielen, sondern ein Fantasy-Rollenspiel. Du hast das beschlossen. Und was haben wir gerade gesagt? Es ist so aufregend. Wir sind eine Gruppe von Abenteurern in der sagenumwobenen Welt von Hoth-Motigur. Oh, bitte, setz dich doch dazu. Drogelbecher! Nicht so schnell. Wenn die holde Maid mit uns zu Helde zu ziehen gedenkt, muss sie sich vorher als würdig erweisen. Sie muss eine Aufgabe erfüllen, die ihren Heldenmut auf eine harte Probe stellen wird. Jetzt sag ihr doch schon, dass sie Pizza bestellen soll, damit wir das Ganze hinter uns bringen können. Nun, bestelle sie uns Pizza.
Okay. Ich will Brokkoli auf die Pizza, aber bitte keine Tomaten. Drogelbecher! Oh, kein Brokkoli? Drogelbecher? Gegen Bananen habe ich ja auch gar nichts. Aber ich könnte sterben für Brokkoli. Oh ja, bitte tu das. Im Gegenzug würde ich sogar Bananen auf der Pizza akzeptieren. Du isst doch sowieso nur Blaubeeren. Ja, ich mag Blaubeeren. Aber in diesem Leben bekommt man ja eh nie, was man will. Blaubeeren sind per königlichem Erlass von der Pizza zu verbannen. Stattdessen sei kundgetan, dass ab sofort Tomaten den Teich zieren mögen. Aber ich mag doch gar keine Tomaten. Lilly hatte genug gehört. Es schien unmöglich, eine Pizza zu besorgen, mit der alle einverstanden waren. Okay, ein Pizzarätsel, also muss ich das Zeug, das ich habe, auf die Pizza geben und jeder muss es irgendwie erraten. Das geht sicher mit dieser Rot-Gelb-Schwäche, was die Leute haben. Ich gehe mal davon aus, dass ich das Zeug einfärben muss, was ich noch nicht kann. Und von daher muss ich zuerst die Kleidungsstücke finden, die ich dann einfärben kann. Okay. Und du? Drogelbecher! Ja, du hast die gehört. Bringen Sie uns zunächst die Pizza, dann darf sie auch. Es ist ganz leicht. Alles, was man dafür braucht, sind Würfel, Stift, Papier und ein Hang zur Selbsterniedrigung. Drogelbecher! Bete ist irgendwie der lustigste. Das ist so Depri. Also ich spiele ein Fantasy-Rollenspiel. Pen and Paper, okay. Farbenblindheit. Drogelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, heißt nicht wahr? Heißt das, dass das Zeug, wenn sie was Gelbes mag, grün einfärben muss oder so? Oder was andere Farbe? Ich sehe schon, das Zeug, was die Farbe hat, nehmen und das in die andere Farbe noch einfärben. Das heißt, wenn sie eine Gelb-Grün-Schwäche hat und sie mag Tomaten, muss ich die blau einfärben. Das könnte ich mir so vorstellen. Damit sie das alles akzeptieren. Kissen. Du fragst dich sicher, warum Droggy ein grünes Kissen auf dem Kopf trägt, oder? Drogelbecher? Beinahe treu. Sie hat recht. Wie läufst du denn nur rum? Du blamierst mich ja vor meinem neuen Untertan. Drogelbecher. Ja, das ist schon ein wenig absonderlich. Warte, bis du die Erklärung gehört hast. Heute wäre eigentlich das blaue Kissen dran. Mmh, Drogelbecher. Okay. Somit hätte ich dieses grüne Ding. Okay. Und Dr. Marcel? Drogelbecher? Mich deucht, unser Gast ist auf der Suche nach dem Tyrannen namens Dr. Marcel. Berichte ihr die Kunde. Drogelbecher, 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 Drogelbecher. Vergiss nicht, das mit dem Hubschrauber zu erzählen. Drogelbecher. Und ward nie mehr gesehen. Bravo. Gut erzählt, treuer Freund. Seither stehen diese Lande wieder unter der weisen Herrschaft eines großherzigen Königs. Wir können machen, was wir wollen. Kann ich dann endlich schlafen gehen? Nein! Okay, also haben wir eine Aufgabe. Und Drogelbecher. Drogelbecher, Drogelbecher, Drogelbecher. Habe ich jetzt mein Inventar? Nein, kann ich nicht angucken. Ich kann nur mit Peter und Petra reden. Aber, oder zumindest untersuchen, oder? Wie schön! Du bist wieder da! Drogelbecher! Schade. Ein baldiger Hungertod wäre eine wahre Erlösung gewesen. Trete sie vor. Unterrichte sie uns von ihrem Vorankommen. Okay, man spricht automatisch mit allen. Aber okay, gehen wir zurück zum Flur. Und wir haben jetzt ja das grüne Kissen und das ganze Obst. Das heißt, wir könnten mit dem grünen Kissen doch eventuell... ja, das wäre eine Idee. Aber das Ganze machen wir im nächsten Part und dann verrate ich euch meine Ideen. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.